So gehen wir direkt wieder live, ne? Die Werkbank voll geballert mit Müll. Petri muss ja noch mit Tryout hineinbauen, oder? Genau, den machen wir in den Pott. So, schau ich mal bei dir, was du dir an Freiheit gewinnt hast. Ja, sieht gleich aus, wenn ich weiter drauf sitze, ja. Gleich gefüllt. So, das wieder rüber. Ja, dann. Wer ist bereit? Ich auch. War das geschaut wegen Hai jetzt nochmal? Wir hatten es gerade angesprochen, wegen nochmal einen vom Meer. Wie weit war das Ach jetzt? So, ah, nee, das habe ich jetzt gerade vergessen wieder. Ich habe den Hai nämlich nicht gefunden. Auf Anhieb. War doch der rote hier. 167 muss es sein, oder? Weiblich. Wie viele Vibes haben wir denn? Die ein bisschen scheiß Level haben. Ich glaube, es ist das einzigste. Das ist deine. Ah, das ist hier ist das neue Männchen. Wir könnten eins machen, ein Baby. Wenn du möchtest. Schnell. Ja. Aber dann ist er wieder schwanger. Ist halt wieder schwanger, ja, genau. Ja, und dann dauert das eben. Musst du wissen, also. Ob du das abwarten willst. Wie lange dauert und das? Und wir beamen uns. Dass wir jetzt nach Hause gehen und dann. Zwischendurch wieder mit dem Bett, wie letztes Mal. Unterwegs ein Bett hinsetzen. Ja. Bräuchte mal aber eins dabei. Ich schau grad mal, ob hier auch noch Pots. Ja, doch, hier Pots. Ja, dann würde ich schnell ein Baby machen. Ja, wirf mal an, bitte, ja. Ich meine, wir müssten doch hier wieder vorbeikommen, oder? Ah, nee, wir waren Levelrunde. Ja, also mit den Rexen kommen wir theoretisch wahrscheinlich gar nicht mehr hierher. Den langen Weg haben wir uns echt nur gegeben, um die zwei mal richtig schön zu leveln, ne? Ja, ich meine, das Bett, was wir gemacht hatten, damals. Achso, das war auch nur, um hierher zu beamen, wegen zum Tier. Unterwegs ich das Bett. Schon. Das eine, ja, genau. Aber da kommen wir nicht vorbei, wir waren ja mit den anderen Rexen, oder? Ja, das weißt du ja auch nie. Wie schnell bist du? Ja. Was hält dich auf? Welchen Weg nehmen wir? Der Weg war das letzte Mal schon sehr improvisiert, nach Hause zu kommen von hier aus. Du hast Timer jetzt gestellt, das ist wie lang ich ungefähr? Ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Das waren noch 15 Minuten, oder? Du weißt es nicht? Zeig es nicht an. Es ist nur nicht fertig mit Paaren. Also. Ach so. Hast du das Bettzeug schon zusammen? Nee. Mal aufstellen. 17 Minuten, dann mache ich 15 Minuten Timer. Den gut, ja. Den Weg vom letzten Mal, oder? Ja. Ich folge dir. Nee, du kannst so bleiben, ich muss drehen. So. Wir sind da hinten irgendwo hoch. Stimmt. Gut, ich erinnere mich. Zeitlupe. Wird natürlich ein bisschen dauern jetzt mit denen, weil die auch voll sind. Ja gut, beim letzten Mal hat man die ganzen Truppen noch hinten dranhängen, mussten immer warten. Ja. Weißt du, das ist besser? Ja, bevor ich auf Ausdauer warte, aber hier mit den Bäumen weiß ich es halt noch nicht, ob da jetzt da durchrennt oder nicht. Freien Feld ist auf jeden Fall besser. Da schon stehen oder was? Ach, der hängt am Baum fest. So, das hat eine neue Ausdauer. Das kann man hier rein in den Wald, mehr oder weniger. So, mal schauen, jetzt sind wir ein bisschen Ringe gelaufen. Versuchen wir es vielleicht mal hier lang.
So, das ist unser Haus, unsere Heimat. Erste Mal, dass du es als Haus anerkennst. Ich bin so stolz. Juhu, Fallschaden. Hallo, habt ihr schon uns vermisst? Habt ihr was mitgebracht? Könnten noch mal drei Babys jetzt machen. Ja, auf jeden. Wir haben ganze 8 Minuten gebraucht, hierher zu kommen. Wegen Wow. sonst hier im Bett. Das Die ist letzte halt Mal, in ja. der Art. Ich Das, der Weg war definitiv gut. meine, ich stelle den doch lieber näher hin zum Ausladen. Ja. Entladekuh, bitte. Jo, Jonas. Ja. Was hat mein Hut aus? Alles klar, jetzt. Ich sehe, wenn ich über da unten bin, so. Lass mal die Perlen, dann ist man schon mal voll. Bis oben hin. Ja, ich repariere die jetzt einfach durch, egal ob das jetzt reicht oder gar nicht oder nicht. Kostet ja nichts. Ja. Hab mal 2 Stück für die Reparatur. Ja. So, ich tue die jetzt in den Ausrüstungsschrank legen, ich weiß nicht wohin damit. Ja, hab's auch eingelegt. Meine Taucher, ich glaube, meine Taucher, also Scuba und nee, Flossen und Hose tue ich in Archie. Ich meine, die sind ja nicht schwer, die Ja, müsste aktuell habe ich brauchen. meine ganze Ausrüstung ja im Scheffel, weil ich hier alles umgeladen hatte. Ich werf die Listrosen Cryo raus, oder? Ich glaube, einfach noch kurz warten, oder? Ja, ich habe 5 Stück. Hallo? Ja, gut, Mach dann ich warte ich halt halt. auch noch einen. Mir ja, egal. Ich. Nee, dann warte ich. Dann sterben die noch. Mach da jetzt hier einen hin. Zack. Verhalten. Oh, ich. Passiv. Gib alles, Listro. Ja, da sieht man schon, dass das nichts taugt, ey. Es sind zwei. Alter. Was soll das? Reicht das gar nicht? Ich Jesus. dachte ja, man macht 2 Stück hin für die Reihe, aber reichen 2 gar nicht. Ah nee, jetzt macht er 4. Jetzt steht er besser. Hä, aber warum da? Hä? Blitzmerker. Ja, aber Ich lasse das mal da die stehen. Beim Oberkeile. nächsten Mal drücken, schauen wir nochmal. Vielleicht bekommt der untere dann. Ich hab den jetzt Leben, weil das ist wahrscheinlich mir das Wichtigste, wenn er hier mal angegriffen wird. Ja, Timer. Heimer, Oh, ja. du nimmst den Hai, oder? Warst du schon Du dort? wolltest ihn ja haben. Ach, ich? Nee, ja. Ach, ich? Ach, du Du Schande. wolltest ihn doch. Ja, du hast ja jetzt schon, ja. Okay, dann. Ich bin bei den Falschen. Deswegen. Welche sind denn das jetzt? Hier ist auch noch ein Hai Ach und. im Pott, ne? Oh, eigentlich auch mal mit rauswerfen, oder? Es ist Baby. Ach, das ist Baby. Okay. Ja, es war gut, ich bin eine Minute vorher angekommen. Brauche ich nicht zu lange warten. Ich glaube, den Listen muss man nie wieder speichern. Warum? Der leuchtet immer noch. Okay. Boah, So. liegt das. Ja, nee, 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 Dein Heck nee. ist frei. Da dürfte das nicht irgendwie wegbacken. Steckt da drin.
Genommen. Dankeschön. Guter Hai. Echt? Ich glaube im Moment. Ui, 174. Glückwunsch. Ja. Höchstes Level. Hat sich gelohnt. Das hat sich mega gelohnt. Der sieht nämlich auch viel schöner aus. Der hat oben so wie orange, so Striche. Haben die anderen wahrscheinlich auch, aber die haben also eine rötliche Farbe, das ist jetzt so auffällt. Ja, genau, die haben auch die orangen Striche, aber die ist, haben halt einen roten Körper dazu. Und der hat eher so einen grau-weißen Körper. Gut, packe ich es ein. Da kommt er jetzt mit in die Kiste und dann kommen wir dann langsam zu Ende. Ich mache gerade nicht Eier für Juti und auch das. Die Rechse. Können wir mal schauen. Ja, der war ja für uns richtig laurig, 145. Oh. Welcher? Achso, der Baby. Ja. Hi. Ja, aber du hast doch trotzdem relativ guten Damage, 355. Du bist 385. Schnellreise, ab nach Hause. Gut, jetzt darf ich noch mal warten bei dem einen Rex, weil das rumgepackt hat. So, mein Krempel wieder aufgehoben. 10. Und den Rex weiter ausladen. Ach, den hast du schon weggeschleppt, alles klar. Der Chefe, da ist er, der Chefe. Oh, der macht gerade ein Kind noch. Ja, ich nehme nur Zeug raus, ich störe den nicht. Stoff, Fell, Lederramsch, puh. Ah, der Listro ist jetzt unten nicht mehr. Ich streichle ihn mal und schau, was jetzt abgeht. Ja. 1, 2, 3. Muss noch ein bisschen punchen, dass er gescheiter steht, ja? Er steht eigentlich schon. Na. Ja, er steht eigentlich in der Mitte von 3. Also 3 ist Maximum, wenn die so weit wegstehen. Ja, dann müssen wir die noch weiter runter punchen und die Listros erstmal hier auf der Reihe aufstellen, weil das sind ja unsere nächsten, die dran kommen. Die anderen bekommen halt dann noch keine Listros da drüben. Ja, ist so mein Vorschlag. Oder man stellt sie erstmal ganz unten auf. Mega. Mir egal. Ja, ganz unten ist unsere Truppe. Ja, gut, ja. Mit der werden wir doch morgen losziehen, oder? Ja. Haben Sie eine Chance, vielleicht nochmal, keine Ahnung, noch ein, zwei Mal Listro-Buff zu bekommen? Ob das jetzt was bringt? Keine Ahnung. Machen. Ach, hier habe ich noch das. Das kommt auch mal weg. Schlägst du da jemanden? Leder. Kommt nichts rum bei Leder. Okay, dann muss es das Standardding tun. Ach, die Blumen. Uiuiui. Ja, was? Also, die Rechse hier an der Seite, die haben Hälfte Nahrung weg, nur durchs Heilen da. Das sieht ganz schön Nahrung, das Heilen. Gut, wir werden wenigstens unseren Müll jetzt immer wieder anschleppen hier. Ja, oh, der eine hat nur noch 1800 Nahrung. Der Zugang zum Futtertrog. Nein, die sind weg vom Futtertrog. Ja, das Problem also. Wir hatten lang genug richtig viel Fleisch da.
Auch die Truppe hier Bist du jetzt? drüben einen separaten Futtertrog, so wie es aussieht, ne? Ja. Ein bisschen weiter oben steht, weil die Utis, die oben stehen, haben auch keinen Zugang. Dann mache ich nochmal zwei Futtertrohle, okay. Ja. Wenn wir genug Rohmetall haben. Was denn? Doch hier. Und bei denen hier sieht es nämlich ja genauso aus. Dann nur die oberen drei Futtertruhen, die unteren alle nix. Deshalb haben wir auch nichts, sind wir nichts losgeworden von dem ganzen Zeug. Ja. Die Range ist zu wenig. Ja. Hier ist noch drin, ja, das frisst keine Sau. So, nehme ich schon mal ein bisschen was raus hier. Ich stelle dir mal kurz hin, kannst du kurz bei der Plan B-Gruppe schauen, ob der ganz unten Futter bekommt. Ich schauen oder was? Weil ich würde hier oben dann gucken, ob die bekommen. Ja, ganz unten die drei haben wir schon oder vier. Also Was? schaue ich den fünften von unten, ja, schaue ich nach. Okay. Ich platziere jetzt. Der hat. Okay, Juti ist auch. Perfekt. Dann auf der anderen Seite Dann tue ich jetzt erstmal was die. rein, weil ich habe gerade was geholt. Mhm. Jupp. Machen wir zwei rein, dann können wir uns das mal anschauen, wie viel die ziehen. So, die andere Seite, ich bin Dann unterwegs. die würde ich dann halt jetzt einfach mitten rein, weil die obersten haben ja schon einfach dann hier, oder? Ja. Wenn's. Also hol ich nochmal, ich hatte es abgebrochen zu holen, der hatte nämlich ganz viel da drüben. So. Gib mal her, das Zeug. Ist Der hat natürlich schon auch noch. zwei Reihen Gammel, der ist schon drin. Ich tu meinen Rex umbenennen, weil ich erkenne den nie wieder. Irgendwie auf. Schnupfi, nee. Erkennst nicht wieder. Schau mal aufs Level. Ja, gut. Ja, mir egal, aber das Level ist Ja, ja. nee, das Level habe ich nicht drauf geguckt. Weil noch ist er ja in der Zucht mit drin. Ja. Du hast ja alles schon angeworfen, was ging, oder? Auch Juti und so. Ja. Okay. Känguru. Na, Schweini, wie geht's dir? Hat schon wieder ein Level frei. So, dann schaue ich mal die Truppe hier unten durch, wie es denen so geht. Blendend. Bin ich mal gespannt, aber ich denke, das kriegen wir hin. Hast du Listros hier unten verteilt? Nee. Dann gib mal noch einen, ich könnte auch, ich habe keinen Timer mehr. Und das war ja eigentlich der Plan, hier unten die reinzuwerfen, ne? Ja, ich habe vorher gerade eben jetzt oben einen rausgefunden, weil ich es vergessen habe. Nehmen wir die da mitten rein, könnten sie viele machen. Ich guck mal. Ja, viel. Ja, wenn wir hier unten vier Stück hinballern, ist ja auch okay. Das ist Priorität hier erstmal. Ich weiß jetzt den Kreis raus. Tu jetzt so einen Pott dahin. Zack. In den rein. Und danach verhalten ist schon gut. Den Müll, den. Gleich raus.
Mein Zeichen falsch platziert, es soll eigentlich ein Zweiter. Nee, doch nicht. Okay, hier haben wir noch. Nehme ich mit hoch, das noch raus. Auch noch voll, das nehme ich mit hoch. Das auch. Wo ist das? Und du? Alles gut. Beide Reihen haben es komplett aufgegessen, die Sachen. Ich habe jetzt noch, ich habe was dabei. Okay. Ich tue die Gruppen unten richtig aufräumen. Ich habe gerade auch noch 4 Stacks gefunden. Und das ist hier. Das aus und nochmal ein Level. Ja, du hast jetzt ein Cryo rausgerufen, kannst du ja nicht streicheln, ne? Da hat die Bahn aber glaub schnell auf. Mein Timer ist jetzt schon wieder unten. Ist der Baum hier nachgewachsen? Ah, oh, Alter, ich hab den da was weggeboxt. Muss den Rex umparken. Wächst der Baum echt nach im Rex, so wie er vorher war. Baum fällt. Gut, ich park dich ein Stück um. Kannst du nicht auf den zugreifen, der Baum war da drin, kein Zugriff auf den Rex. Ja, aus dem Müll. Hängt die eigentlich alle am Futter, auch der letzte unten im Eck? Bestimmt, ja. Welcher Futterdruck ist das bei denen? Der steht direkt hier. Ach ja, okay. Wo wollte ich nochmal reinschauen? Die haben genug. So, also mal eine Reihe hier. Was ist alle Listos draußen? Brauchst nichts mehr rauswerfen, oder wie? Ja. Hast du jetzt genug da unten? Nee, ich muss doch einmal einen umcryen. Ja, läuft der auch hinterher? Wenn, wenn du willst. Verpfeifen. So, das ist der neue Pot hier. Ist leer, okay. Habe ich was mitgebracht? So, das ist jetzt nochmal ziemlich genau 2 Reihen. Nach dem Vergnügen die Arbeit, ne? Ja. Haben wir eigentlich 31 hier heute nicht gesehen? Was nochmal? Haben wir heute eigentlich ein Wassertier nicht gesehen? Ist wohl unnötig, aber. Ach so. Nee, das war heute schon Wahnsinn. Haben wir sogar die Schnecken da noch gesehen. Oh. Ich wollte gerade einen bewusstlosen List beschlagen. Hab fast gefühlt ist. Okay. Und die Narkose wieder voll nach oben. Oh mein. Der hat ja bei Kryokrankheit ja noch Sachen. Der kommt da ja. Mehr Damage und so. Ja, stimmt, richtig. So, das sind ja die neuen Rechse hier. So, schauen wir in der Reihe nochmal durch. Ist auch ein Level da, schön. Da hat sogar noch Fleisch geklaut. Ich hätte gar. Oh. Der Listro, der verhungert in seinem Narkose-Scheiße. Er hätte noch 11 Leben. Wieder was gelernt. Wollen wir was mit den anderen?
Ach, die stehen jetzt. Okay. Geil. Ich denke mir so, warum geht die HP runter? Hallo, stopp, aufhören. Der Fotodruck von euch ist hier. Da steht schon einer dran. Machst du ja. Ja, ich habe 5-6 gefunden für jede Seite. Irgendwo weiß ich aber gar nicht Wie mehr für wo. jede Seite. Also für links und rechts habe ich jeweils 2-6 gefunden. Ach so, die sind hier schon vollgefressen. Dann nehme ich hier ein bisschen Zwarz. Ja, ich hatte mich eigentlich, das war jetzt meine Aufgabe so ein bisschen, ja. Ja, die habe ich halt irgendwo herausgenommen. Ich weiß nicht mehr wo. Ich habe mich dann um den Listro kümmern müssen. Habe es jetzt von der anderen Seite ein bisschen genommen. Ganz oben die ganze Meute habe ich noch nicht durchgeguckt, aber den Rest habe ich alles jetzt geschaut. Ich sag mal, die Listros, die verbrennen Essen. Ja, du hast sie auch totgeschlagen. Ich hab der eine, der ist ein Cryo, der regeneriert nicht mal. Was hat denn der hier drin? Im Bauplan 125er Doppelläufige. Was ist denn den hier, hä? Wer? Ich? Der Artie ganz oben. Hä? Woher? Keine Ahnung. Vielleicht von vergangenen Zeiten und keiner weiß es mehr. Der hat noch Fleisch, der ist auf Holz. Alter Schwede, die schäumt auch keiner aus, du arme Sau. Ach nee, der Schrank ist ja gar nicht voll. Sag das doch. Echt nicht? Ach stimmt, ich hatte Sattel gemacht. Ich hab die ganze Zeit Leder weggeworfen jetzt. Ja, aber Naja. jetzt geht so schnell ran. Ja, aber ich hätte es halt trotzdem hergebracht, statt wegzuwerfen, ne? Ja. Mach's ein Apache hier, hallo? Machen Sie Leider ein hier. Lowies, dann hätten wir das schon gemacht. Hilo? Hilo? Hallo? Wo sitzt sie? Pelz kommt auch immer mal rum. Ja, Pelz haben wir jetzt ein bisschen wenig. Ne? Ja, jetzt schwimmen wir im Pelz, Wahnsinn. Sonst wurden wir mit andauernd im Pelz geht und meinen Pelz nicht mal angecrackt seit keine Ahnung wie lang. Ja, wir haben einfach zu viel Jetzt haben wir davon. hier zwei Reihen und es hat nichts. Ja, voll. Nehme ich auch noch ein bisschen was raus und gebe oben noch was rein und dann langsam Schluss hier. Hier ist ja auch noch ein Trog, stimmt. Hier um dem Eck. Gammel. Voll mit Gammel. Brauchst du gerade noch Essen? Zufällig. Nee. Okay. Schön im Känguru ist das noch mein Fleisch. Da steht es aber nicht mehr hier. Da steht jetzt. Keine Ahnung Känguru? wo. Ja. Steht doch hier. Nicht mehr da, wo es vorher stand. Jetzt ist Okay. es da. Dann Na, tue ist ich ein es halt. Berries. Ah, nehme ich das raus und gebe den lieber normales Fleisch rein. So. Nehme ich ja drei normale Steaks raus. 1, 2, 3. Zack. So, habe ich anderthalb Steaks dabei. Ist okay. So ist es in der Stunde. Schade. Halt! Kalt, kalt, kalt. So, Freunde, war eine lange Tour heute. Sehr erfolgreiche Tour. Wir haben, ja, ganz viele Wassertiere. Wir haben, ohne nachzuschauen, die Höhle gefunden im Wasser. Die gehen wir dann wahrscheinlich, ist, ja, die nächsten Tage mal an, die Höhle. Und morgen, Boss-Tag, oder? Ja, auf jeden Morgen Fall. ist der erste Boss fällig. Den klatsch Hat mal halt weg. gemacht. Genau. Ja. Links, rechts, Schelle. Ja. Der letzte Schuss aus dem Gewehr, zwischen die Augen. Warum nicht jeder auf ein Auge? Ach so. Ich hab dir das nicht zugetraut, dass du das triffst. Okay, Spaß beiseite. Also vielen Dank fürs Einschalten.
Ja. Und ja, sehen wir uns zur nächsten Episode. Wir sagen, Morgen. genau. Und ihr könnt auch einmal auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen, vielleicht mal ein Like da lassen oder so. Euch informieren, was es da vielleicht noch so gibt. Also, vielen Dank, Leute, und ciao, bis zum nächsten Mal. Oh.